Das war ein besonderes Treffen. Wir haben sehr konkret über sehr viele Themen gesprochen und es sind sehr viele Ideen entstanden, wie wir unsere Zusammenarbeit vertiefen können. Und das wird jetzt von beiden Seiten auch angegangen werden. Ich freue mich über die Offenheit, auch in vielen Bereichen so intensiv zusammenzuarbeiten, wie wir es heute besprochen haben, sei es der Verkehrsbereich, aber eben auch die Frage, wie können wir mehr Digitalisierung in die Strukturen reinbringen. Wir haben über Rail Baltica gesprochen, werden uns das Projekt morgen, die Baustelle morgen auch anschauen. Darauf freue ich mich jetzt schon. Rail Baltica ist für Gesamteuropa eine zentrale Schienenverbindung. Sie ist eines der wichtigsten Projekte im transeuropäischen Netz. Wir haben auch Unterstützung zugesagt, was die Realisierung dieser Rail Baltica angeht. Wir wissen um die Bedeutung für die baltischen Staaten. Wir wissen aber auch um die Bedeutung, die diese Verbindung für ganz Europa hat. Sie war schon groß und die Bedeutung der Verbindung ist durch den Überfall Russlands auf die Ukraine noch weiter gestiegen. Und deswegen brauchen wir auch vertiefte Gespräche darüber, wie wir uns gemeinsam anstrengen können, um diese Rail Baltica zu realisieren. Wir haben darüber gesprochen, wie wir uns auch die Mobilität der Zukunft vorstellen. Wir haben alle große Herausforderungen im Bereich des öffentlichen Personenverkehrs. Wir brauchen mehr Digitalisierung in diesem Sektor. Wir müssen intermodalen Verkehr für die Menschen im Alltag nutzbar machen. Das sind große Schritte, große Veränderungen, die so gegangen werden müssen. Auch da sind wir uns einig, dass niemand überfordert wird. Vor allen Dingen nicht durch komplizierte Strukturen oder durch unbezahlbare Preise. Und deswegen brauchen wir Innovation. Das ist der Schlüssel zur Lösung der Probleme und zur Bewältigung der großen Aufgaben, die wir uns beispielsweise im Fit for 55-Programm auf europäischer Ebene vorgenommen haben. Ich habe deshalb auch nach Deutschland eingeladen und freue mich, den Kollegen dort zu empfangen. Wir wollen zeigen, was wir an Herausforderungen sehen, wollen auch Testfelder zeigen, beispielsweise in Hamburg, wo wir sehr viele Tests machen, um ÖPNV-Strukturen zu modernisieren. Aber ich habe auch vorgeschlagen, dass wir voneinander lernen und wir auch überlegen, welche Testfelder man hier vor Ort durchführen kann. Es muss nicht jeder alles machen. Wir können auch uns die Dinge aufteilen, können die Testphasen auch aufteilen und dann gegenseitig die Informationen tauschen. Die Herausforderungen, die wir haben, sind sehr ähnlich, wenn nicht die gleichen. Und deswegen sind wir gemeinsam stärker. Und das ist der Kern meiner Reise, Partner zu finden, mit denen wir gemeinsam uns auf den Weg machen, neue Innovationen, Technologien alltagstauglich zu machen, um die großen Zukunftsaufgaben zu bewältigen. Und so moderne Staaten wie hier sind eben für uns sehr wichtige und wertvolle Partner. Und deswegen soll das der Beginn einer vertieften Zusammenarbeit auch gerade im Verkehrssektor sein. Ich habe natürlich auch darüber berichtet, dass ich einen Innovationsclub, einen Innovation Club für Europa gerne ins Leben rufen möchte und habe mich gefreut, dass das hier auch auf sehr viel Zustimmung gestoßen ist. Und als nächsten Schritt werden wir auch hier eine Einladung auf Arbeitsebene zu einer Arbeitsgruppe aussprechen, um dann das ins Leben zu rufen, was wir dringend brauchen. Eine Zusammenarbeit innovationsfreundlicher und optimistischer Partner in Europa, die die Europäische Kommission dabei unterstützen, die notwendige Regulierung auf den Weg zu bringen, damit wir große Schritte gehen können in den nächsten Jahren, um die Digitalisierung zu nutzen, das Leben der Menschen einfacher zu machen und die Transformation so zu gestalten, dass wir die Menschen als Fortschritt empfinden und dauerhaft auch gerne tragen. Vielen Dank für die Gastfreundschaft und ich freue mich auf jeden weiteren Schritt der vertieften Zusammenarbeit.